Im heutigen Video erzähle ich dir von 5 Strategien, die ich gerne zu Beginn meiner Studienzeit gewusst hätte. Ich bin mittlerweile seit 3 Jahren aus der Uni raus, habe damit einiges über meine Studienzeit reflektieren können und neue Erfahrungen machen können und werde dir von diesen 5 Strategien erzählen, damit du das meiste aus deiner Studienzeit herausholen kannst. Legen wir los. Strategie Nummer 1. Deine Zeit möglichst effektiv zu managen. Für manche von euch mag sich das jetzt so anhören, als würdest du dich zu einem kompletten Produktivitäts-Junkie hinentwickeln müssen. Doch spätestens, wenn du 2-3 Jahre gearbeitet hast, wirst du merken, wie einfach das eigentlich ist und wie effektiv sich das auf dein Leben auswirkt, im positiven Sinne. Im Grunde fängt das an mit einem digitalen Kalender. Zum Beispiel Google Calendar, Outlook oder auch Apple Calendar. Gibt es viele gratis Tools. Wichtig ist hierbei 2 Dinge. Auf der einen Seite wirst du Transparenz darüber bekommen, wofür du deine Zeit überhaupt investierst. Und auf der anderen Seite wirst du es schaffen, deine Zeit als eine kostbare, knappe Ressource zu behandeln und diese auch für die Zukunft voraus zu allokieren zu den Dingen, die dir am wichtigsten sind. Konkret, was machst du? Wenn du jetzt beispielsweise eine Person kennenlernen willst oder eine Person wieder treffen möchtest, dann fragst du die, hey, in 1-2 Wochen hast du Bock zu lunchen, einen Kaffee zu trinken oder irgendwas anderes zu machen und dann trägst du dir das in deinen Kalender ein und schickst der Person idealerweise auch noch Kalender-Invite. Meistens benutzen die meisten Studenten keinen Kalender, aber für dich selber als Erinnerung super wertvoll und du hast damit schon mal deine Zeit in der Zukunft allokiert. Anderes Beispiel, anderer wertvoller Weg ist, wenn du jetzt zum Beispiel dir eine Sache wichtig ist und du möchtest, dass diese Sache auch regelmäßig geschieht. Sei es irgendwie deine Oma anzurufen, Sport zu machen, Pausen zu machen, genug zu lernen, dann blockst du dir für diese Sachen regelmäßig Zeit in deinem digitalen Kalender. Das dritte, was du machen kannst, ist, du benutzt dein Tool, um die in anderen zu ermöglichen, Zeit mit dir zu verbringen. Das ist jetzt ein bisschen Next Level und Overkill, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei Calendly ein Schedule einrichtest und den Leuten dann deinen Calendly-Link schickst, dann kannst du den Leuten sagen, hey, ich will unbedingt mal wieder mit dir quatschen oder ich will mich mal unbedingt wieder mit dir treffen. Hier ist mein Calendly, schau doch mal, dann kannst du hier einfach deine Zeit mit dir reinbuchen und dann trifft man sich. Strategie Nummer 2, lernen zu lernen. Was ich in den ersten Wochen des ersten Semesters auf jeden Fall tun würde, ist erstmal so 2-3 Bücher und Kurse zum Thema evidenzbasiertes Lernen durchzuarbeiten und diese Dinge dann direkt in der ersten Klausurenphase anzuwenden und dann immer wieder in der Klausurenphase, wenn es dann wieder drauf ankommt, wieder mein Wissen diesbezüglich zu erfrischen, die Learnings aus der letzten Klausurenphase mit einfließen zu lassen und damit kontinuierlich mein Lernsystem verbessern. Wenn du es lernst, möglichst effektiv zu lernen, dann sparst du ungeheuer viel Zeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite erhöhst du beträchtlich deine Chance, sehr gute Noten zu erzielen. Darüber hinaus würde ich in jedem Semester irgendwie die besten Studierenden des Jahrgangs über dir zum Lunchen einladen oder zum Dinnern oder zum Kaffee trinken. Und in dieser Zeit würde ich den Leuten immer 2-3 Fragen stellen, wie diese Personen bestmöglichste Leistung erzielt haben, dass du dir die Lerntechniken von den schlauesten Leuten bzw. von den besten Leuten abschauen kannst. Strategie Nummer 3, nicht überlernen. Ein Schnitt von 1,4 ist tendenziell besser als ein Schnitt von 1,1. Weil du deutlich mehr Zeit investieren musst, um diesen Notensprung von 1,4 auf 1,1 zu schaffen. Und die Zeit, die du dadurch einsparen würdest, wenn du jetzt eben nicht die 1,1 anvisierst, in andere Dinge packen würdest, die wertvoller für deine spätere Karriere sind. Ich würde dir empfehlen, dir darüber im Klaren zu werden, welchen Notenschnitt du benötigst, um deine Ziele zu erreichen, sei es für einen Master, deinen Wunschberufseinstieg oder andere Optionen, die dir so im Sinne sind. Und dann nicht mehr als diesen Notenschnitt zu anvisieren und auch zu erreichen. Und die Zeit, die du dann über hast, in andere Dinge zu investieren, insbesondere deine Freunde bzw. dein Netzwerk, berufliche, relevante Erfahrungen zu sammeln und Nebenprojekte, wie jetzt zum Beispiel so ein YouTube-Kanal, ein E-Commerce-Shop, ehrenamtliches Engagement oder ein anderes Hobby, was dich langfristig bereichert. Strategie Nummer 4, Schlüsselkompetenzen sukzessive ausweiten. Im Studium lernst du prinzipiell 2 Dinge. Das eine sind fachliche Kompetenzen, das andere sind Schlüsselkompetenzen. Fachliche Kompetenzen sind essentiell für einen bestimmten Themenbereich, aber so gut wie gar nicht übertragbar auf andere Dinge.
Schlüsselkompetenzen sind für fast jeden Bereich hilfreich und übertragbar. Beispiele für fachliche Kompetenzen sind zum Beispiel eine bestimmte Programmiersprache, nicht das Programmieren an sich, sondern wirklich die Programmiersprache selber. Irgendwelche Definitionen, sei es zum Beispiel in der Managementlehre, die Definition von einer Matrixorganisation oder wenn du Ökonom bist, irgendwie die Herleitung von einem bestimmten Modell. Nicht die Herleitung an sich, das Herleiten von Modellen, sondern die bestimmte Herleitung. Schlüsselkompetenzen sind Dinge wie Verhandlungskompetenzen, Kommunikationskompetenzen, Überzeugungskompetenzen, analytische Fertigkeiten, Problemlösungskompetenzen. All die Dinge, die man eben in verschiedenen Bereichen anwenden kann und essentiell sind für den Erfolg in Kombination miteinander. Im Studium gibt es mehrere Möglichkeiten, deine Schlüsselkompetenzen auszuweiten. Sei es durch Nebenprojekte, soziales oder universitäres Engagement, durch kontinuierliche Herausforderungen sich stellen. Zum Beispiel zu sagen, ja, ich möchte jede Woche mindestens eine Person neu kennenlernen. Und noch so viele weitere Möglichkeiten. Was ich machen würde, sind auf jeden Fall zwei Dinge. Ich würde früher meinen YouTube-Kanal anfangen, deutlich früher im Studium, weil man lernt da so unfassbar viele Schlüsselkompetenzen. Und ich würde auch ziemlich am Anfang ein eigenes Unternehmen gründen. Irgendwas, was relativ einfach ist, also in Anführungszeichen einfach, ohne große, sagen wir jetzt mal, Starthürden und wo man relativ viele Learnings sammeln kann. Zum Beispiel einen E-Commerce-Shop aufbauen. Für irgendein relativ cooles Produkt, was man selber feiert, einfach kopieren, was schon da ist, ein bisschen besser machen und versuchen, das zu verkaufen. Im Zielbild geht es nicht darum, dass du erfolgreich damit bist, sondern dass du all die wichtigen Learnings machst in der Journey. Und dadurch wirst du dich ungemein weiterentwickeln, viel mehr als wenn du jetzt nur durch die klassische universitäre Laufbahn gehen würdest. Strategie Nummer 5, Freundschaften schmieden und dir darüber bewusst sein, wie wichtig die 4, 5, 6 Leute sind, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Mir war damals schon bewusst, dass es extrem wichtig ist, mit welchen Leuten ich mich umgebe. Und ich habe auch bewusst darauf geachtet, mit welchen Leuten ich wie viel Zeit verbringe. Was ich nicht gemacht habe und was ich dir auch darüber hinaus empfehlen würde, wäre proaktiv neue Freundesgruppen zu schmieden. Weil gerade am Anfang des Studiums ergeben sich die Freundesgruppen ziemlich zufällig. Man geht irgendwie in eine Bar in der ersten Woche, lernt da 4 Leute kennen, macht dann mit denen am nächsten Tag irgendwie eine Lerngruppe und dann hat man auf einmal eine Freundschaftsgruppe gebildet. Das ist alles relativ random. Was aus meiner Sicht sehr sinnvoll ist, du hast einzelne Personen kennengelernt, du lernst viele Leute kennen im Studium. Und die dann zu verbinden zu einer neuen Freundschaftsgruppe, dies proaktiv zu machen, indem du die Leute zu dir einlädst, irgendwie einen Spieleabend, irgendwie zum Vorglühen, zu Lerngruppen schmiedest, zum Mittagessen alle einlädst, dass du die Schmiederolle in die Hand nimmst und damit dein soziales Umfeld selber schmiedest und damit auch das perfekte Umfeld für deine spätere Weiterentwicklung schaffst. Und ja, das war's wieder vom heutigen Video. Schau doch mal hier in dieses Video. Hier erzähle ich dir, warum ein 1,4-Schnitt besser ist als 1,1-Schnitt. Und dann sehen wir uns dort wieder.